Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Video. Ich bin wohl gerade Stream sagen, und heute geht es wieder um die Pamu. Ich habe die jetzt eine ganze Weile benutzt. Also ich habe vor einer ganzen Weile habe ich die das Unboxing und das erste Hardware-Video gemacht, und ich habe was gesehen, was mir im Video jetzt so nicht aufgefallen ist, oder während ich die Videos gemacht habe. Das möchte ich euch mal kurz zeigen und auch mein Fazit heute machen. Da. Und zwar dieser Aufkleber, wo ich mich im Video darüber gewundert habe. Darunter steht, dass man die App runterladen soll, und dann kann man über die App auch noch was machen. Ich habe die App jetzt runtergeladen, habe extra gewartet, habe sie jetzt erstmal so ohne App weiter benutzt. Und die App war auch bis vor kurzem nicht verfügbar. Die kam halt erst. So. Und zwar, Link werde ich euch in die Videobeschreibung machen, nennt sich die einfach nur Pamu Quit. Da die grüne. So, ich werde einfach mal so lassen. So, einmal, zweimal. So, die Pamu sind raus. Oder ich werde euch mal. Oh, ich hoffe, mein Stativ hält das aus, weil mit dem neuen Ring. Und was ich da gemacht habe, ist das alles ein bisschen nicht mehr so, nicht so stabil, weil es so schwer ist. Zulassen. Ich denke mal, so könnt ihr da auch was sehen. Komme ich an den Zoom-Faktor noch ran? Ja. Falls ihr euch wundert, was im Hintergrund ein bisschen laut ist, meine Frau kocht gerade. Ihr habt lecker Kartoffelsuppe. So. Add Device. Und da haben wir jetzt hier schon die Pamu. Den linken und den rechten. Der linke ist grün. Wir sollen den linken nämlich connecten. Ist leider alles noch in Englisch. Dann können wir hier ANC on, ANC off, Transmission. Können wir hier irgendwie, hier oben haben wir noch Settings. Das ist auch das erste Mal, dass ich das benutze. Wir sehen auch den Akkustand von beiden, von links und von rechts. Firmware-Update. Oh, wir haben sogar ein Update. Oder? Ne, wir haben kein Update. Last Version. Können wir nichts drücken. Also es gibt noch kein Update. Und hier haben wir dann einige Sachen, die wir aktivieren können bzw. deaktivieren können. Also für, ja, links und rechts zum Einstellen, was halt gemacht werden kann mit Volume leiser, Volume laut und ja, Titel zurück, Titel vor, Pause, ANC-Modus. Also ich habe mich jetzt eigentlich daran gewöhnt, wie sie sind. Ich bräuchte jetzt nicht irgendwie, dass ich einen Titel vor oder Titel zurück machen kann. Also schön, dass es das gibt. Ist für, wenn man unterwegs ist, Sport macht, ist das halt ganz gut. Aber für mich jetzt gerade nicht. So, dann haben wir hier ANC-Funktion, Loop-Modus. Haben wir jetzt on. Also ANC on, und beim anderen ist ANC off. Ne, on-off steht da. Und Support. Und da haben wir dann halt Support-Frequenz. So. Können ja mal jetzt einfach ein Lied nehmen. Wartet mal. Da muss ich erstmal in meine Bibliothek kurz gucken. So, und zwar, ich muss mal gucken, sind wir verbunden?
Wir sind verbunden. Also Bluetooth sagt, wir sind verbunden. So, Musik. Bibliothek. Alle Titel. Künstler. Und wir nehmen hier Nemesis. So sieht das dann aus. Wir machen einfach mal Böser Zwilling an. Ach, ich habe aus Versehen Stopp gemacht. Hoppala. Es hört sich immer noch geil an. Und jetzt versuche ich mal die Einstellungen zu ändern. Ach, wir haben hier keinen Songtext. Das ist aber von meiner App aus. So. Ich werde jetzt einfach den Mode mal ändern, von Mode 1 in Mode 2. Also spürbar ist kein Unterschied. Jetzt gucken wir mal bei den K-Features. Und da gehe ich jetzt mal beim rechten. Wir haben einfach Press und Double. Ich werde jetzt einfach mal bei Press. Da haben wir den ANC-Modus. Ne, ich mache mal lieber links. Links haben wir Voice Assistant. Warte mal, ich muss. Na, jetzt habe ich. Oh Gott. So, wir machen mal. Ich mach mal auf den linken Next Track und speichert es. Wurde auch sofort gespeichert. Hat er nicht genommen? Also da macht er jetzt gerade. Oh, Pause. Jetzt bin ich bei meinen Liedern drin. Next Track, also. Ach nee, Press and Halt, oh Gott. Gut, mein Fehler. So. Jetzt, wir sind bei B6, heißt das Lied. Böser Zwilling, Teufel, Wurzeln aller Übels, funktioniert sogar sofort. So, jetzt mache ich nochmal den Voice Assistenten und da geht auch gleich Google an. Ich habe eben umgestellt und zack, bumm, sofort ist Google wieder an. Also geil. Also Firmware-Update haben wir noch nicht. Ich bin auf Firmware 1.4.2.
versuche gerade noch mit dem ANC-Modus. Einen kleinen Unterschied höre ich. Es kann aber jetzt auch Einbildung sein. Und wenn ich jetzt die Effekte im Handy ändere, dann habe ich auch Unterschiede. Sehr schnell. Ich aktiviere mal den 3D-Klang. Wow. Geil. Megabass.3D rotierend. Ja. 3D rotierend finde ich jetzt nicht so toll. Studio? Also ich habe eigentlich immer Studio an. HiFi ist nur was für Premium-Mitglieder bei Huawei. Boah, geil. Und jetzt habe ich ohne Einstellung. Hört sich immer noch geil an. Zeige ich wieder Megabass an. Ich habe auch die Möglichkeit, bei meinem Handy jetzt zum Beispiel bei Headset drauf zu gehen und auch noch Einstellungen vorzunehmen. Und wenn ich Ohrhörer, Kopfhörer oder In-Ear nutze, habe ich da natürlich auch noch. Andere Sachen? Ach, ich hatte gar nicht Rock aktiviert. Ist alles beim Huawei halt. Aber hört sich geil an. So, jetzt machen wir nochmal auf Pamu. Also wie gesagt, bei diesem ANC-Modus, Loop-Modus, habe ich jetzt momentan, merke ich, nicht wirklich ein Unterschied. Teilweise doch die Instrumente ein bisschen anders, aber es ist minimal. Ich habe Mode 1, ANC on. Achso, ich müsste ANC vielleicht erstmal abschalten. ANC-Modus, Switch. Muss ich den rechten gedrückt halten. So, machen wir mal ein neues Lied drin. So, in der Mitte drin. Oh, da kommt der Bass natürlich noch geiler rüber.
Ich lasse doch den Modus 2. Also wenn man den ANC an- und ausschalten kann, der ist beim ersten Modus zwar nur an, aber wenn man die Möglichkeit hat, den an- und auszuschalten, kommt es nochmal ein bisschen geiler rüber. Wir nehmen mal noch mal ein anderes Lied. Ich werde euch Nemesis auch unten drunter verlinken. Wenn ihr die Jungs ein bisschen supporten wollt, werdet ihr ganz cool. Junaschrei. Wollen wir denn Odin? Scheiße, habe ich gar nicht drauf. Ich habe God of War drauf, aber ich habe meinen Intro-Sound nicht drauf. Ich mache mal God of War an. Also, damit ihr das seht. Weil da ist ja wirklich viel Bass mit bei und wenn er den vielleicht kennt, von wo God of War vorgestellt wurde bei der E3, die singen ja alle. Hier seht ihr das richtig. Ich habe ja die Dingsbums Edition mit Figur und da war halt Soundtrack auch mit bei. Oh, aber es hört sich, boah, fuck, hört sich das geil an. Boah, die Stimmen. Ich krieg Gänsehaut. So, jetzt nehmen wir mal. Was nehmen wir denn hier noch? Irgendwas wollte ich doch noch. So. Ich mache mal jetzt Pause. Ich mache jetzt einfach mal ein YouTube-Video von mir an, wo das Intro kommt. Also mein Intro-Song. Mein Kanal. So, weil da habe ich dann auch die Möglichkeit, Stimme zu hören. Und dann kann ich auch gleich mal diesen ANC-Modus ausschalten und wieder anschalten? Kommt gut. Also ich mache mal jetzt in der Mitte drin. Also beim Quatschen habe ich jetzt nicht irgendwie großartig einen Unterschied. Ach, jetzt habe ich weitergemacht. Ich werde jetzt noch mal in der App den anderen Mode benutzen. Voilà. Achso, ich kann hier auch links, rechts irgendwie auswählen. Add Device. So, bildet an. Ich mache jetzt mal über die App, da kannst du es besser, geht schneller. Jetzt habe ich Transparenz.
Ich habe ein bisschen viel Bass bei mir drin, aber das ist die Grundeinsatzstellung vom Handy. So, jetzt machen wir mal. Ich mach mal Stay an. Also mit ANC on. Kommt der Bass in seiner Stimme mehr rüber. Das ist geil. Also, das ist einfach, es ist absolut der Hammer. Ich mache noch einmal ein Lied an, und zwar Wurzel allen Übels von Nemesis, weil da ist viel Bass drin, ne, am Anfang. Fuck, ist das geil. Hoch, Gänsehaut. Oh, die Stimmen kommen gut rüber. Das kommt auch gut rüber. Also, puh, Gott. Also, puh. Ich habe es ja im letzten Video schon gesagt. Und ich habe die jetzt halt die ganze Zeit ohne App benutzt, also mit ANC an und so. Jetzt sieht er, dass die. Sieht man das, dass ein bisschen blau leuchtet, dass die geladen werden? Ich weiß nicht, wie Pamude die das mal macht. Und ich weiß auch nicht, wie sie diesmal gemacht haben. Ich habe irgendwas von kleinen Lüftern gelesen oder irgendwas dergleichen, damit dadurch mehr Luft durchströmen soll irgendwie. Ich habe es nicht verstanden. Und dadurch sollen die geführt leichter sein. Ob das so stimmt, kann ich euch nicht genau erzählen. Also so habe ich es mir durchgelesen und ich habe es nicht verstanden. Gebe ich euch ehrlich zu, ich habe es nicht verstanden. Aber man muss es nicht verstehen, ist mir auch scheißegal. Es ist einfach absolut geil. Ich habe ja die letzten paar Mu schon gefeiert. Aber hier, die sind spürbar im Ohr nicht vorhanden. Also ich weiß nicht, wie sie es gemacht haben. Und ich weiß auch nicht, was sie jetzt noch verbessern wollen. Aber das habe ich bei den letzten ja auch schon gesagt. Aber hier, die merkst du nicht immer. Der Sound ist geil. Ich habe sie jetzt immer benutzt, wenn ich hier geputzt habe oder wenn ich die Kleine aus dem Kindergarten geholt habe. Also ein Hinbringen nicht, weil da ist sie ja mit bei und beim Abholen auch nicht. Aber wenn ich zum Kindergarten laufe, habe ich Musik damit gehört. Am PC habe ich sie benutzt. Ich habe ja ein Bluetooth-Modul im PC und deswegen kann ich die auch am PC nutzen. Ich freue mich schon auf Sommer. Die werde ich im Sommer dann auf jeden Fall nutzen, wenn ich Hangouts mache, mit euch quatsche oder zocken werde. Dann werde ich die drin haben, weil mit so einem richtig fetten Headset ist es im Sommer einfach zu warm. Und der Sound ist geil. Wir haben auch USB-C. USB-C ist mit bei, dass wir halt schneller laden können. Eine Tasche ist mit bei mir gewesen. Ich mache euch den Indiegogo-Link rein. Ihr habt auch dann noch so ein Band mit so einem Haken, wo ihr dann hier praktisch die wie so eine Stoppuhr reinmachen könnt. Hier ist auch ein Schraubenzieher noch drin und die Gummiteile habe ich hier reingemacht. Also hier ist der Schraubenzieher, wartet, da. Damit ihr das hier praktisch aufschrauben könnt, weil das ist nicht mit einem Druckknopf gemacht, das ist mit einer Schraube gemacht, damit das auch wirklich fest ist und nicht irgendwo abhanden geht.
Die Erweiterungen sind da drin. Hier haben wir dann auch so einen extra Haken. Kann man jetzt sehen. Ja. Ich habe die anderen Größen nicht benutzt. Ich weiß jetzt auch nicht, welche Größe bei mir jetzt eingebaut ist. Das kann ich euch leider nicht sagen. Das ist die Standardgröße, die von Anfang an drin war. Die habe ich nicht geändert. Ich glaube, es müsste M sein oder so. Ich bin mir aber nicht hundertprozentig sicher. So, und dann können wir die jetzt hier so reinmachen. Haben wir dann auch hier unten noch so ein, könnte man auch noch einen kleinen USB-Kabel reinlegen zum Laden im Auto oder so. Und dann liegt sie halt hier so drinne oder man macht sie halt so rum rein. Das geht auch. So. Und dann kann man das zumachen. Also ich habe jetzt ein bisschen viel drinne. So, nee, passt trotzdem. Und man hat alle, achso, Schraubenzieher ja vergessen. Man hat alle parat. Nichts geht verloren. Jetzt muss ich erstmal noch hier den Schraubenzieher wieder reinfummeln. Also ich bin überzeugt. Mehr kann ich dazu nicht sagen, weil ihr wisst, ich hasse eigentlich In-Ears. In-Ears ist nicht so mein Ding. Ich hatte jetzt ein, zweimal In-Ears, die gut waren. Mit dem Pamu war ich sowieso die ganze Zeit immer zufrieden. Die Pamu Slide und Pamu Slide Mini habe ich ja im Dauereinsatz. Selbst meine Frau, die keine In-Ears mag, hat sich die Minis von mir abgeguckt. Also, ich räume mal deine PC-Ecke auf, war es, und dann waren die Minis weg und in der Handtasche. Und seitdem haben die auch nicht mehr den Weg zu meinem PC gefunden. Die sind jetzt in ihrer Handtasche. Die nimmt so um Musik zu hören, wenn sie zur Arbeit geht oder Zug fährt und so. Deswegen muss ich hier drauf stark aufpassen, damit die nicht auch den Weg in die Handtasche finden. Absolut geil. Also dafür Doppeldaumen hoch von mir an Pamu. Qualität der Tasche super. Qualität der Kopfhörer super. Sound geil. Das ist jetzt aber subjektiv, muss ich dazu sagen, weil ich habe ein anderes Empfinden für den Sound als ihr. Und ich habe jetzt, wie gesagt, ein Huawei P30 Pro. Und kann man unten in die Kamera sehen und den Grün so ein bisschen. Und da habe ich natürlich mehr Einstellungen als vielleicht ein preisgünstigeres Handy. Vom Sound her. Das schlägt sich ja dann auch nochmal auf den Sound aus. Also nicht nur die Kopfhörer an sich mit den Einstellungen. Was ich geil finde in der App, dass man Track weitermachen kann und was weiß ich, dass man sich die Knöpfe selber belegen kann. Also nicht nur einmal drücken, zweimal drücken, also sowas halt, dass man halt sagt, das darfst du nicht, das darfst du nicht, das darfst du schon. Ihr könnt einmal drücken und halten. Also doppelt drücken nicht, aber einmal drücken und zweimal drücken, also und ihr drückt halten, könnt ihr euch selber bestimmen. ANC an, Titel weiter, Google Assistance an, funktioniert auch extrem schnell. Also ich bin zufrieden. Auch vor allem mit dem Google Assistance, wenn du dann hast, dann hältst du halt hier drückt oder machst halt bumm und sagst du, was weiß ich, zeig mir den Weg ins Restaurant. Oder was weiß ich, Öffnungszeiten von so und so. Und dann weißt du, ah, gut, schaffst du noch. Finde ich gut. Finde ich saugeil. Also von mir auf jeden Fall für die Pamu Doppeldaumen hoch. Und wie gesagt, die kommen wieder mit irgendwas um die Ecke, was sie denn noch verbessern können oder wollen. Mir fällt zwar jetzt nichts ein, aber also ANC ist aktiv Noise. Keine Ahnung, ich kann kein Englisch. Das ist aktiv Neues da. Also beim Telefonieren habe ich auch mal mit den Profilen rumgespielt. Ich weiß jetzt nicht mit welchen Einstellungen. Ich glaube mit ANC an war die Qualität besser. Da war kein Hintergrundrauschen und da hat man auch, glaube, was hat er hier gesagt? Oh, ich hätte mir das aufschreiben sollen. Jedenfalls die Gesprächsqualität ist auch super. Also sowohl, dass ich denjenigen, den ich anrufe, höre, als was er auch mich hört, auch wenn ich draußen bin und ein bisschen Wind war, auch ein bisschen mehr Wind, war das alles super.
Also ich bin wirklich extrem begeistert. Ich werde das Video heute auch gleich noch bearbeiten und hoffen, dass es dann zum Wochenende online gehen kann. Also dieses Video und dann natürlich auch das Unboxing und das erste Mal benutzen. Die sind alle schon bei YouTube oben seit ein paar Wochen. Ich wollte aber noch ein bisschen rumexperimentieren, weil ich sie halt nicht so oft nutzen kann, weil nur halt hin zum Kindergarten, ein bisschen zu Hause beim Putzen und so. Und ich wollte halt noch ein bisschen mehr benutzen, noch ein bisschen mehr Musik hören. Ich habe sie auch nicht nur am Handy gehabt, ich habe sie am Handy gehabt, ich habe sie per Bluetooth am PC gehabt, ich habe sie per Bluetooth an meiner Soundbar gehabt, nee, am Fernseher gehabt und habe dadurch halt auf Spotify, Amazon Music, was ich auf dem Handy ja auch habe, YouTube alle zugreifen können und habe halt auch da verschiedene Quellen genutzt und auch Festplatte, wo ich meine Musik drauf habe, die ich mir von YouTube, von Amazon Music und so runterladen konnte, die ich gekauft habe. Das habe ich alles benutzt und getestet, auch ein Video geguckt damit und so, oder mehrere Videos besser gesagt. War alles ohne Probleme, war alles super. Ich kann mich da echt nicht beschweren. Wie gesagt, von mir ein Doppeldaumen hoch. Und das Geilste überhaupt, nicht nur der Ton ist geil und die Einstellung, das Geilste für mein persönlicher Highlight an den neuen Pamus ist wirklich, dass man sie nicht spürt. Dass man sie nicht spürt im Ohr. Die haben nicht diese, dass du die im Ohr hast und diese Schwere, oh, und jetzt Angst hast, dass sie jederzeit rausfallen. Die sind mir nicht einmal rausgefallen und man spürt sie nicht im Ohr. Nee, man merkt schon ein bisschen was, klar, dass man hat ja was im Ohr, aber im Gegensatz zu anderen In-Ears, ein brachialer Unterschied. Kann ich anders sagen. So, das soll es jetzt auch soweit gewesen sein. Ich hoffe, ich konnte euch damit ein bisschen helfen. Wenn ihr Fragen habt, in die Kommentare posten. Ich bin jetzt weg. Bis zum nächsten Mal. Ahoi. Das hat euer Odin.